So, und wieder zurück zu Let's Play Fahrenheit. Haben wir ja nun rausgefunden, dass Tiffany bei diesem Sturz ums Leben gekommen ist. Und müssen nun mit Carla zu ihrem Grab. Ja, die Story nimmt echt eine tragische Wendung mittlerweile. Ich muss jetzt noch rausfinden, wo dieses Grab war. Ich glaube, da lagen Blumen. Ja, da lagen Blumen drauf. Da vorne sieht man es schon. Und wir gehen da jetzt hin. Und gucken uns die Blumen an. Tiffany. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Und Lukas trifft darauf. Vertrauend. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Tja. Ich bin perplex. Wer kann, der kann. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Ja und? Boah, gescheitert. Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Tja. Orakel? Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ja. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Oh. Das ist alles kaum zu glauben. Aber seine Geschichte ist stimmig und passt zu dem, was ich inzwischen weiß. Ja, ja. So, und wir fragen nach Lukas. Und Sie? Welche Rolle spielen Sie dabei? Ich wurde nur zufällig ein Opfer des Orakels. Sonst nichts. Ja. Warum sind Sie von lauter Toten umgeben, Lukas? Was geschah mit Tiffany? Und dieser alten Frau, Agatha? Das Orakel wollte mich ausschalten. Ich will es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich war ihm lästig geworden. Ich wollte Agatha muss, deswegen. Und er benutzte Tiffany, um mir eine Falle zu stellen. All diese Toten. Er spricht so gefühllos darüber, als ob ihm nichts mehr wichtig wäre. Und wir fragen noch andere Morde. Es gab noch mehr solche Morde, stimmt's? Das Orakel wartet bereits seit über 2000 Jahren auf das Indigo-Kind. Mhm. Aber ohne zu wissen, wann und wo sie geboren würde. Deswegen musste er regelmäßig Opferrituale vollbringen, um sie zu finden, sobald genau. sie zur Welt kam. Was war noch der Wohnung? Und ihre Wohnung? Als wir kamen, um sie festzunehmen, fanden wir die Wände voller Ritualsymbole und voller Zeitungsartikel über den Mord im Restaurant. Damit wollte man versuchen, den Verdacht auf mich zu lenken. Ja. Dahinter steckten das Orakel und der orangene Clan. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Und wir machen helfen. Helfen? Wieso Ihnen helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Genau. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen. Und uns mit ihm. Selbst wenn sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht. Aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen. Und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze. Tja, und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Tja. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell. Denn die Zeit wird knapp. Was soll ich bloß tun?
Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Was machen wir? Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Genau. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Das, was er immer wieder sagt. Gescheitert. I love it. So. Und jetzt muss ich nur mal ganz kurz was gucken, aber bin gleich wieder zurück. Bis gleich. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Fahrenheit. Oder besser gesagt, wieder zurück zu Let's Play Fahrenheit. Und wir haben ja die Auswahl zwischen drei Leuten. Und wir entscheiden uns jetzt mal für Kader. Fast im ganzen Land ist die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Die Armee wurde beauftragt, Unterschlupf für die notwendigsten Güter bereitzustellen. Aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegungsfreiheit. Auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen. Die Kälte breitet sich immer weiter aus. Die sich im gesamten Planeten betrifft, noch immer nicht vollständig erklärt. Temperaturen sinken weiter, weltweit, die Behörden. Tja, da können wir nichts mehr machen. Jetzt liegt es beim Militär, den Leuten zu helfen. Als ob die irgendwas machen können oder was? Du solltest ein wenig schlafen. Hast seit zwei Tagen kein Auge mehr zugetan. Dafür muss ich erst wieder warm werden. Mir ist alles abgefroren. Hallo, Carla. Du, Carla, kann ich dich mal ganz offen was fragen? Dann wohl besser jetzt oder nie. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas in diesem Kane-Fall. Stimmt's? Wir geben zu. Ja, ich habe ihn gefunden, aber ich halte ihn für unschuldig. Ich habe nichts gesagt, um dich nicht darin zu verwickeln, Tyler. Bist du mir böse? Nein, wieso denn? Außerdem ist das nun eh unwichtig bei dem, was hier abgeht. Und solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du kaum daneben liegen. That's right. Oh. Wir gehen mit Tyler natürlich mal ein. Zu ihr. Sam, was machst du denn hier, Baby? In einer Stunde geht ein Zug nach Florida. Wahrscheinlich für lange Zeit der letzte. Ich werde ihn nehmen, Tyler. Wenn es sein muss, auch ohne dich. Vor eine Entscheidung wenn du mich wirklich liebst, gibst du deinen Job auf und kommst mit. Aber wenn diese Kälte aufhört, fangen wir ein neues Leben an. Ein normales Leben. Du musst dich entscheiden, Tyler. Und wir gehen fort mit ihr. Ich liebe dich auch, Sam. Für nichts in der Welt würde ich dich aufgeben. Tyler, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Ich komme sofort. Und ihr merkt, wir gehen auch wirklich schon langsam auf das Ende zu. Viel ist es nicht mehr, was getan werden muss. Und ich werde das jetzt hintereinander weg durchspielen. Carla, ich... Damit wir dieses Spiel solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du nicht wirklich daneben liegen. Viel Glück in Florida, Tyler. Genau. Ah, jetzt geht das wieder los. Das Indigo. Und umso mehr wir hier schaffen, desto mehr Hinweise erhalten über den Aufenthaltsort. Kann man eigentlich auch gar nicht vergeigen. Oh, 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 oh. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Waisenhaus und müssen das Indigo-Kind finden. Ich hoffe, ich krieg das noch alles irgendwie gebacken. Bist du dir deiner Sache sicher? Das Orakel hat das Kind gesehen, genau wie ich. Er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein. Ich muss sie finden, bevor er es tut. Warte hier auf mich. Ich beeil mich. Okay.
geht's. Wir beeilen uns mal. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. So, dann gehen wir mal rein. Hallo, ich bin ein gesuchter Mörder. Hallo, Sie dürfen da nicht rein. Ah, ihr habt die Sicherheitsmaßnahmen. Das Orakel wird jeden Moment da sein. Wir müssen jetzt das Zimmer durchsuchen. Nein, das ist sie nicht. Nein, so sah sie in meinem Vision nicht aus. Wir müssen weiter das Kind suchen. Zack, zack, zack. Es war hier von dem Bild aus, das müsste eins der Bilder haben wir gesehen. Ich weiß nicht, das oder das auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Nein, das ist sie nicht. Ja, irgendwie ist es.